Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und dieses Mal habe ich wieder ein Loot Rider Unboxing für euch und zwar eine Premium Box. Habt ihr wahrscheinlich im Titel schon gesehen, wahrscheinlich auch schon um was es für eine Premium Box ist beziehungsweise was für ein Thema. Erstmal hier, die Box ist limitiert auf 100 Stück und ich bin einer der Glücklichen, die so einen Teil bekommen haben. Die normalen Loot Rider Boxen habe ich jetzt ja schon länger nicht mehr bekommen, aber bei dieser Premium Box habe ich mal wieder zugeschlagen, bei dem Thema Zelda. Und es ist noch ungeöffnet, ich mache es jetzt einfach mal auf, dass wir mal direkt reinschauen können, was da alles so drin ist. Ich bin auch schon riesig gespannt, als Zelda-Fan ist mir das natürlich. Ich habe ja auch schon einiges in Sachen Zelda, ich bin mal gespannt, ob da vielleicht was drin ist, was ich schon habe oder komplett neue Sachen, was natürlich richtig cool wäre. So, was wir hier auf jeden Fall als erstes mal wieder haben, das ist erstmal hier wieder das schönste Verpackungsmaterial hier. Hui! Mal nachher. Das wird wieder irgendeiner in irgendeinem Tauschpaket oder sowas dann als Füllmaterial haben und sich drüber freuen. Gut, dann fange ich mal an und zwar, ich grüße das mal ein bisschen. Ah, okay. Das, was mal ganz oben drauf liegt, das habe ich sogar schon und das ist ein Notizbuch. In grün mit Gold, ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Hier ist halt noch so ein Gummiband rum, dass man es auch schön verschließen kann, ohne dass es von alleine aufgeht, auch wenn es mal am Boden fallen sollte. Hier mit dem Schild vorne dran ist natürlich auch richtig cool. Und ja, wie gesagt, ich habe es schon auch immer noch original verschweißt. Ich werde es, denke ich mal, entweder tauschen oder vielleicht dann doch mal nutzen. Weil jetzt habe ich ja ein zweites, wie gesagt, und dann kann ich in eins reinschreiben und eins schön zielt in meine Sammlung lassen. So, dann kramen wir mal weiter. Ich hoffe, es sind keine kleinen Sachen dabei, weil mit dem Füllmaterial das dann zu finden, das ist, könnte problematisch werden. So, ach was. Die habe ich mir leider letztens erst schon gekauft, und zwar diese wunderschöne Lampe hier. Ja, da bin ich jetzt auch am Überlegen, ob ich die dann... Einmal, ja gut, sealed ist die ja nicht, man, die ist ja nicht geklebt oder so, die ist ja nur gesteckt, also man kann sie aufmachen auf jeden Fall. Und das zweite Teil, das ich schon habe, leider. Aber wie gesagt, ich finde den Überraschungseffekt immer ganz cool bei solchen Boxen und es ist ja vielleicht doch was drin, was man nicht hat. Und die Sachen, die ich schon habe, die kann ich eventuell vertauschen. Also wenn jemand was anderes von Zelda hat, was er abgeben möchte, einfach mal melden. Vielleicht habe ich es noch nicht. Vielleicht kriegt man da ja einen Deal hin. Also die Lampe und das Buch eventuell wären abzugeben, falls da jemand Interesse dran hat. Bisher zumindest. Vielleicht kommt da ja noch was. So, ich krame mal. So. Ja, das ist ja die Tasse. Die habe ich auch schon, aber diese werde ich dann behalten. Und zwar, ich lasse auch eine halt hier verschlossen in der Box. Und jetzt habe ich endlich eine zu nutzen. Yeah. Also ich hätte meine auch schon lang nutzen können oder mir eine zweite kaufen, aber so ist doch auch cool. Also, die Tasse in dem Schild-Style ist natürlich mega. Und die wird jetzt, denke ich, dauerbenutzt bei mir. Sehr cool. Und was mir auffällt... Diese Sachen sind alle aus quasi einer oder von einem Hersteller, von einer Reihe, ich weiß es gar nicht. Hatten sie wahrscheinlich, Loot Rider hat wieder Paketpreise wahrscheinlich gut abgesahnt. So, was haben wir noch? Das Unboxing wird wahrscheinlich wieder relativ kurz, denke ich. Haben wir hier noch irgendwas drunter? Anscheinend nicht. Dann haben wir, wie es aussieht, nur noch einen Artikel. Und... Der kommt jetzt. Und zwar haben wir von BioWorld einen Rucksack in grün. Natürlich auch sehr auffällig, passend zu meiner Mütze. Natürlich das Grün nicht so ganz, aber hier auch eben dasselbe Logo drauf wie hier. Jo, ist denke ich mal eher ein Kinderrucksack. Oder ich werde den mal vielleicht probieren, ob der passt. Dann werde ich den vielleicht auf die nächste Börse oder morgen auf dem Flohmarkt anziehen. Ich bin ja morgen in München auf dem Riesenflohmarkt, auf der Theresienwiese. Riesenflohmarkt. Ich war letztes Jahr schon und ich war von den Ankündigungen her, hatte ich mehr Erwartungen, dann war der meiner Meinung nach auch ein bisschen klein. Gut, das aber nur am Rande. Den Rucksack, wie gesagt, der ist cool, den habe ich noch nicht in der Sammlung. Sehr schlicht, aber der wird auf jeden Fall in der Sammlung bleiben, egal ob ich den nutzen werde oder
ob der so in die Sammlung wandert. So. Jo, dann kram ich nochmal kurz durch, nicht, dass ich noch was übersehen habe oder so haben sollte. So. Gut, aber ich glaube, das war's. Falls doch noch was rauskommt, werde ich es hinten dranhängen an das Video. Nö, aber da war auch nichts mehr drin sonst. Gut, was bleibt noch zu sagen? Laut Loot Rider ist da ein Gesamtwert von 85 Euro drin. Könnt ich so eigentlich bestätigen. Ich weiß zwar nicht, was diese Tasche hier kostet, aber allein die Tasse liegt, glaube ich, bei 12 rum. Und die Lampe auch schon bei 25 oder so. So ein Rucksack kostet meistens auch so um die 30. Ja gut, dann kommen wir vielleicht doch nicht ganz drauf. Also jetzt nur von meinen Schätzungen her, ich kann es jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sagen. Aber trotzdem, der Spaß, den habe ich mir jetzt einfach mal gegönnt. Und vor allem war es auch mal wieder eine Möglichkeit, für euch ein Video zu bringen. Und wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne im Kommentar eine Bewertung da lassen. Und ich hoffe, dass ich in nächster Zukunft noch mehr Videos wieder bringen kann. Ich habe auf jeden Fall wieder den Anfang gefunden, habe Motivation und auch so ein paar kleine Ideen. Und wird ein bisschen was anderes sein, habe ich aber auch schon im letzten Video erklärt. Ja. Wie gesagt, lasst einen Kommentar und eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann dürft ihr natürlich auch bewerten und einen Kommentar da lassen. Am besten, wenn es euch nicht gefallen hat, einen Kommentar da lassen, warum es nicht gefallen hat. Weil es war schon öfters so bei Loot Rider Paketen, bei den Unboxings, wenn ich gemacht habe. Es wurde einen Daumen nach unten gegeben, wahrscheinlich nur aufgrund des Inhalts, weil der nicht so toll war. Aber ist nur Vermutung, weil meine Videos sind ja immer klasse. Also von daher... Ne, lasst einfach einen Kommentar und eine Bewertung da zum dritten Mal. Ich sage einfach mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.